Lebensgefährliche Verletzung zog sich am Montag gegen 16 Uhr ein 69-jähriger Mann aus dem Homberger Stadtteil Wernswich bei einem Alleinunfall in Hebel zu. Der Mann war mit seinem Schlepper samt Ladewagen auf dem Weg in Richtung Hebel, als sich der Ladewagen am südlichen Ortseingang in einer langgezogenen Rechtskurve auf den Schlepper aufschaukelte und umkippte. Der 69-jährige Fahrer wurde aus der Fahrerkabine auf die Straße geschleudert und schwer verletzt. Laut Polizei erlitt der Fahrer schwerste Kopfverletzungen. Er wurde nach Erstbehandlung mit einem Hubschrauber der Bundespolizei ins Klinikum nach Kassel geflogen. Während der Rettungs- und Aufräumarbeiten war die Bundesstraße 254 voll gesperrt. Die Feuerwehr leitete den Verkehr weiträumig um.